War zwar gerade heldenhafte Musik, aber das ist wichtig. So, wir nehmen mal Poki mit. Oh, mit dir. Komm zu mir. So, jetzt schauen wir mal. Wo findet er noch etwas? Ja, bestimmt bei der ökologischen Forschung. Oh, du hast was? Dann runter mit dir. Such. Okay, Poki hat was gefunden. Ausgezeichnet. So bringe er es mir. Eine Fassbombe. Und ein Silberei. Ah, besser als die Stahleier da drüben. Sehr gut gemacht, Poki. Ich bin stolz auf dich. Wir haben einiges zu tun. Bevor ich zum ewigen Strom weitergehe, weil das hatte ich ja vorher, in den Quests hinterher hingen. Die Event-Quest zum Beispiel. Bevor ich jetzt weiter zum ewigen Strom gehe, würde ich erstmal die Stufe 6-Quest abschließen. Letztes Mal mit dem niedrigstufigen Quest, komplett fertig. Jetzt einfach Stufe 6. Welche Waffe habe ich dabei? Oh, da schauen wir gleich nach. So, Bildexperten. Ich will immer noch, dass wir da hingehen. Aber es gibt Wichtiges zu tun. Optionale Quest, zum Beispiel das da. Erst diese, dann die Event-Quest auf der 6. Stufe. Wir könnten zum Beispiel zum Einstieg ein Barot glotten oder ein Pucke-Pucke in der Arena. Das zum Beispiel. Ein neuer Herausforderer. Pucke-Pucke, der Giftraucher. Die Prügelmaschine. Er gibt niemals auf. Er steht mehr als nur Ruhm auf der Ehre. Er fängt schon wieder an. Er steht mehr als nur Ruhm und Ehre auf dem Spiel. So, auch deine Nase. Eine wichtige Nase, die ist auch gleich weg. So, warum auch immer. Wir schauen mal, wir haben eine Pucke-Pucke. Gegen was ist der schwach? Wir wollen uns natürlich optimal darauf vorbereiten. Da ist er. Da. Und falls jemand Mitleid verspürt mit dem Pucke-Pucke, weil wir den jetzt gleich besiegt haben oder 15 Mal besiegt haben und zwar gefangen haben, der Pucke-Pucke verdient kein Mitleid. Denn der Pucke-Pucke ist bekannt dafür, dass er schwächere Monster unterdrückt und vor stärkeren Monstern kauert. Er ist ein Mobber. Und deswegen machen wir ihn platt. So. Donner. Wir brauchen Donner. Haben wir eine Donnerwaffe? Ist doch schwach gegen Schlaf und Lähmung. Wir schauen mal, was haben wir denn eigentlich gerade für einen Jagdhorn dabei? Wenn wir immer die anderen andrehen. Wir schauen mal. Die hier mal sortiert. Aber noch keine hergestellt. Nimm die Giftwaffe, die hilft mir erstmal nicht. Gib mir eine Schlafwaffe ab, da habe ich auch noch nichts. Ich schau mal, ob ich einen Donnerhörn herstelle. Ich will ein paar Jagdhörner. Ich habe jetzt Lust auf Jagdhorn. Ah, aber das war ja immer blöd mit den Jagdhörnern. Eben deren Element und deren Widerstand, was ein bisschen sinnbefreit ist. Ja, hier wird Donner. Und da kriege ich Donnerwiderstand. Was ein bisschen. Ich kapiere es nicht. Egal. Wir schauen mal, können wir das hier, das Schallhorn, nehmen? Die hat sowieso eine Erholungsgeschwindigkeit. Was cool, glaube ich, sein kann. Aber Ausdauernutzung ist auch cool. Und Verteidigung Reißwiderstand, das ist zum Beispiel was. Schlafhorn will ich nicht. Warte, was brauche ich dafür? Kann ich nicht sehen. Bedauerlich. Lähmung. Königliches Glas. Eiswiderstand. Effektivität. Okay. Stellen wir das doch einfach mal her. Oder haben wir da oben ein besseres? Da hinten zum Beispiel Erzbaum. Ah, aber die ist ausgeblendet. Die hilft mir also nicht. Hat der auch? Ja. Ah, der ist gut. Donnerschaden und kein Donnerwiderstand. So ein Ohrstöpsel. Dann stellen wir den hier. Den Donner... Gachida oder Gaida. Die Gaida, das war's. Gachida. Erzbaum, her damit. Natürlich wollen wir ihn ausrüsten und verbessern.
immer weiter verbessern. So, einmal auf die Stufe. Perfekt. Okay, klar, wollen wir weiter aufrüsten. Dann noch weiter, wir wollen hier rüber. Jetzt ist es ein grobes Jagdhorn aus Eisen und trotz der Herstellung in Massenproduktion eine gute Waffe. Nicht zu unterschätzen. Sehr gut. Und jetzt geht's weiter zum Donner Geider 1. Dank neuer Schmiedetechniken hat dieses eiserne Jagdhorn eine Beschichtung mit dem Element Donner. Eine Dönerwaffe. So, Tobi Kadachi Elektrode. Nehmen wir doch mal mit. Perfekt. Weiter geht's. Ah, da brauchen wir jetzt wieder eine. Dann mache ich einen Tobi Kadachi platt. Ja, ich will diese Elektrode. Ich ändere mal kurz meine Ausrüstung. Tobi Kadachi hat Fell, also wird er bestimmt schwach gegen Feuer sein. Oder Gift. Wir nehmen Gift. Erstmal. So, erstmal, bevor wir diese Quest machen. Wo kann ich die abbrechen? Quest-Info. Quest? Nee, geht nicht. Wahrscheinlich da hinten dann. Eine Tobi Kadachi Elektrode. Da müssen wir auch mal schauen, wo wir die herbekommen. Na, von einem Tobi Kadachi, bei welchen? Von niedrigrangig. Okay, das kriegen wir locker hin. Ich könnte sogar schnell in den Handelshof. Dann holen wir uns eine Untersuchung mit dem Tobi Kadachi. Da bauen wir den. Oh, und bei den Untersuchungen habe ich auch was gesehen. Hallo. Hallo. Wir haben nur so lange gebraucht, die Unterart der neuen Welt zu entdecken, weil wir nicht genügend Beobachter hatten. Der Kontinent muss voll von ihnen sein, von allen Arten. Nur weil wir sie nicht gesehen haben, heißt das nicht, dass es sie nicht gibt. Also, mein kühner Jäger, wie kann ich dir behilflich sein? Erstmal Untersuchungen zeigen. Da habe ich was gesehen, da habe ich nämlich was angenommen. Achso, habe ich gerade nicht. Oder registriert er? Da. Die ganzen Monster habe ich ja noch gar nicht gesehen, aber die sind schon in der Liste eingetragen. Was ziemlich interessant ist. Zum Beispiel, und das freut mich sehr, wir haben nicht nur den normalen Diablos, ich habe den hier schon mal ausgewählt, weil ich ja die Rüstung haben will. Nein, wir haben auch damals mit dem Monster Hunter Freedom einen schwarzen Diablos. Oder war das ein Unite? Weiß gerade nicht. Aber wir haben auch wieder einen schwarzen Diablos. Der noch verrücktere. Leider kein Monoplos, aber vielleicht kommt er noch, keine Ahnung. Ich weiß nicht mehr, wie die Monoplus-Rüstung. Ich habe ja auf jeden Fall damals eine Diablos-Rüstung gemacht. Die war toll. Ja, und was ich noch ausgewählt habe, ist irgendwann mal, wenn wir Stufe 7 sind, können wir die Untersuchung machen. Da würde ich auch der Reihe nachgehen, außer ich brauche dringend Material. Eine Quest ausgewählt mit 43.380 Zenny. Mit einem Gutschein bin ich da fast Millionär. Nein, aber dann haben wir über 80.000. Das ist toll. Wenn wir noch ein Batzelbuse. Kenne ich noch gar nicht. Hat ein Jura-Todes? Gut, aber den haben wir schon in Lüttelstamm gesehen und jetzt das. Jawohl, eigentlich brauchen wir den gar nicht mehr, den kann ich sogar weghauen. Wir haben seine Rüstung bereits da. Er kann weg. Wir haben noch einen Radobahn, niedrigstufig. Die können wir alle weg. Die ganzen niedrigstufigen brauchen wir nicht. Die habe ich damals wegen Geld ausgewählt. Ja, Anjanov, weg damit. Perfekt. Also, dann suchen wir jetzt mal nach dem, was wir wollen. Und zwar den Tobi Kadachi. Erjage Tobi Kadachi. Fange Tobi Kadachi, dann fangen wir ihn doch. Ah, da ist auch ein Dingens drin. Nee, das wollen wir nicht. Wir wollen das hier. Seltenes Material. Perfekt. Das machen wir jetzt. Wir brauchen nur einmal hier das Questboard. Verlassen. Quest wurde abgebrochen. So, nehmen wir jetzt unsere neue. Tobi Kadachi. Ist halt immer derselbe Text. Schade eigentlich. Aber so viel Text kann man nicht schreiben. Und das sind ja, nehme ich an, automatisch generierte Quests. Da jetzt automatisch generierten Text dazu zu schreiben, irgendeinen Sinn hat. Stelle ich mir schwer vor. Oh nein, ein Tobi Kadachi hat meine Kartoffeln geklaut. Vernichte ihn. Was? Oh,
Mein Kind hat, naja, sein Kind, mein Kind hat leider sein Plüsch verloren. Bring mir Tope Katachi Fell, damit ich ein neues herstellen kann. Sowas zum Beispiel. Das gipfelt dann in solchen Quests wie, sag ich gleich. Perfekt. Sehr gut. Das gipfelt dann in so einem Quest wie, oh, jemand hat mein Kräuterbeet zertampelt. Töte diesen Tope Katachi da. Der hat nichts damit zu tun, aber mach ihn platt. Er macht mich wütend. Ich meine, wir machen hier Quest auch für die reicheren Leute. Oder wie letztens für den einen Typen, der sein Haustier, irgendwas war bei seinem Haustier. Und dann wollte er einfach ein Udogaron. Wie auch immer das funktioniert. Ich glaube, der lebt nicht mehr. Also der Questgeber. So, alles mit. Ich glaube, muss man langsam das auf dieses, dieses Kreisdings hinstellen. Das da. Ja, das wäre gar nicht mal so schlecht. Müsste ich irgend... Also das müsste ich irgendwann mal einstellen. Weil so muss ich echt lange suchen. Warte, und ich habe ja den Toplerit. Den haben wir ja freigeschaltet. Komm, Jagras. Ich bin faul, bewege mich zum Tope Katachi, auf das ich ihn besiegen mag in einem heldenhaften Kampf. Ja, ja, auf, auf. Und die ganzen Abdonovs schlafen noch, wir sind echt früh hier. Ein paar Jagras, die stören nämlich nicht. Wir sind für Höheres berufen. Und wir müssen aufpassen, weil wir machen sehr viel Schaden. Wir müssen genau darauf achten, wie der Tope Katachi reagiert. Zum Beispiel so. Na, Kumpel? Wir rennen jetzt schon weg. Wenn er sagt, den hole ich mir. Oh, ein Rathalos. Sehr nett. Oh, Flugdrache. Okay, ich wusste gar nicht, dass sie so schreien können. Hallo! Weißt du was? Kopf zu! Er ist jetzt schon wütend. Okay, ein bisschen hat er mich getroffen, aber das macht nichts. Ein bisschen eng hier. Autsch. Komm, 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 komm.
Ja, okay. Ich werde ein bisschen aufpassen. Außerdem ist es der erste Kampf. Also, was mache ich bitte so? Ich habe kaum Leben verloren. Der schwach. Okay, er ist am Ende. Nein, nein, nein. Das ist meine Beute. Weg da. Okay, bevor der Rat hat das jetzt alles vernichtet, fange ich hier wieder. Komm schon. So, bitte haben wir eine Elektrode. Ja, haben wir. Perfekt. Sogar zwei, glaube ich. Ne, drei Stück. Toll. Alles, ne. Dann haben wir unsere nächste Waffe, dann können wir den Puckelpuckel besiegen. Nur ein kleiner Zwischenschritt. Oh, und wir haben die Argosy wieder vergessen. Ich muss noch zur Argosy und zur Safari. Dann esse ich hier erstmal und dann gehen wir rüber und nehmen dort dann rüber die Quest an. Hallöchen, Pökchen. Gehen wir mal da hoch erstmal. Der sagt ja dasselbe. Aber er sagt danke. Das ist doch was. Ich wollte wo genau nochmal hin? Ich hab's vergessen. Ja, zu spät. Und die Argosy, die ist ja auch noch unten. Donner Gaida 2. Das ist das nächste Bocht. Wahrscheinlich einen hochrangigen Tobigadachi. Das haben wir noch nicht. Aber das reicht mir sogar. Dekoration anbringen. Was haben wir denn da? Also können wir gerade nicht. Ich wollte Ausrüstung verbessern, Ausrüstung ändern. Geht gerade nicht. An der Truhe wahrscheinlich. Wenn wir das schon haben, dann baue ich das einfach an. Anhänger. Das war's. Er mit dem Leidenschaftsornament Mango. Sehr gut. Dann runter zum Handelshof. Dort gehen wir jetzt zum Argosy-Händler und danach essen wir und danach gehen wir die Quest an und dann. Nee. Quest nehmen wir drüben an. Ahoi! Schau mal, was ich hier mitgebracht habe. Hier, kick mal. Ja. Glaub's ja nicht. Der Schuft war hier und ist nicht mehr vorbeigekommen, um Hallo zu sagen. Ah, atme tief ein, bevor du aufbrichst hier. Das hier ist der einzige Ort, der wie er daheim riecht. Nach Fisch. So, dann. Was haben wir denn da? Egal, was da ist, wir kaufen's. Warte, können wir nicht reinschauen? Ach, Atian-Gewebe. Machalit, Erzstrombeutel. Aquabeutel, Westbeutpanzer, Dingens, Dingens, Dingens. Okay, ganz nett. Atian. Machalit, Muswein, Mooshaut. Standardzeug. Nett. Sehr nett. So, jetzt einmal zur Kantine. Das war der falsche Weg. Aber wir können auch nach oben gehen, dann essen wir dort oben. Essen wir doch mal hier.
gut. Dann springen wir mal. Also Forschungsbasis. Ich könnte es mir auch in meinem eigenen Raum abholen. Aber ich mag die Sequenz. Deswegen darüber. Sie war unten. Na? Von Astera aus ist es ein ganz schön beschwerlicher Weg hierher, habe ich recht? Das weiß ich nicht. Für mich geht's manchmal wie eine. Ist es nach ein paar Sekunden manchmal vorbei. So kommt's mir vor. Ich habe meine Beziehungen spielen lassen. Jetzt kannst du deine Safari losschicken und alles Gefundene landet in deinem Raum. Gib dein Bestes! Nein. Ich sollte dir dafür danken, dass du der dritten Flotte geholfen hast. Ich hoffe, du kommst ab und zu wieder vor. Und vorbei. Beides. Also, was kann ich für dich tun? Das hier gebt mir alle Pilze, die ihr gefunden habt. Ein finsteres Tuch. Ein verdächtiges Tuch, das die Schnurrtrupp-Safari, weiß der Geier, wo aufgegabelt hat. Es trieft vor Bosartigkeit, wahrscheinlich Schnupfen. Wo habt ihr das Tuch gefunden? Grüße. Hast du schon die Plünderer getroffen? Sie sind ein Grumalkühenstamm. Also, was kann ich für dich tun? Wir schicken die nochmal los. Vielleicht bringen sie mir mehr Tücher. Ja, sammeln. Andreas Luftwaffe. Her mit euch. Ihr geht ins Tal der Verwesung. Glaube ich. Obwohl, wir haben so wenige Gyros besiegt. Das wäre mal gar nicht mal so schlecht. Ja, ab ins Tal der Verwesung. Sammelt. Und die sind ja ganz gut im Sammeln. Nehmen wir also diese drei Sachen mit. Gezeichnet. Sehr schön. Weiter geht's. Oh, warte, Kartoffeln. Ich habe das Gefühl, dass ich mich heute gut geschlagen habe. Hoffentlich nimmst du mich wieder auf die nächste Exkursion mit. Ja, aber erstmal muss ich etwas bei dir ändern. Und zwar, wir wollen ja, dass du die Blitzfliegen etwas verbesserst. Die sind überall Katzen. Ich werde verrückt. Auf geht's. Neue Quest. Wir gehen rein in den Puckelpuckel. Also in die Arena. Sagt sie eigentlich was Neues dazu? Ma'am? Nachdem wir dafür gesorgt haben, dass die Forschungsbasis wieder flugfähig ist, würde ich gerne mal ausprobieren, was sie alles kann. Ich möchte weiter. In der Tat. Ist der Typ noch stolz drauf? Was? Was? Der hat mir alles zurück? Wer hätte das gedacht? Nicht viele Neger können mit dem Mann mithalten. Die könnte man an einer Hand abzählen, ja. Gut gemacht. Aber gut gemacht. Du bist etwas Besonderes, Jäger. Der Kommandant und wir alle haben großes Vertrauen in dich. Mach uns stolz. Sei unser Saphirstern. Fliegt er hinfort und löst sich auf. Sehr gut. Oh, wir haben doch das Zeug mitgenommen. Egal. Machen wir die Taschen voll und gehen. Gehen da rein. Ich könnte vorher die Lieder noch spielen. Damit ich optimal vorbereitet bin. Zum Beispiel das hier. Ah, sehr schön. Yes. Dann noch Ohrstöpsel, weil der Pucke wird Geräusche machen. Tut mir leid, Kartoffel. Und rein da.
Der ist ja schon da unten. Egal. Den machen wir platt. Das ist ja gar keine Chance hier. Weg mit dir. Autsch. Okay, das war knapp. Weg! Spüre Musik! So, dreh dich her. Komm schon. Schau mich an. Komm schon. Hat er gerade Steine gegessen? Ich glaube ja. Okay, der scheint etwas K.O. zu sein. Das macht nichts. Wir bringen ihn gleich zu Bett.
So, das ging doch ganz gut. Für ein hochstufiges Monster, zweiter Kampf diesen Tages, kommt sehr gut. Wir kommen gut rein. So ein bisschen Toxinbeutel und so weiter. Toll. Alles her damit. Let's give it. Stimmt, wir leveln das ja wieder auf. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Wenn du schwierige Quest abstellst. Okay, irgendwas war da. Stimmt, diese Ratian-Rüstung müssen wir auch noch herstellen, aber fehlen mir, glaube ich, noch ein paar Teile.